Mein Name ist Erich von Däniken. Mein Name ist Daniel Steffen. Ich bin Beatrice Wiesli. Ich heiße Nathalie Berger. Mein Name ist Enzo Sardelli. Mein Name ist Susan Nartana Bacher. Mein Name ist Stefan Dold. Und in meinem Leben habe ich ein paar ganz komische, erstaunliche Dinge dürfen erfahren. Und eines von diesen Beispielen möchte ich jetzt gerne erzählen. Es war 1954. Ich war gerade einmal 19. Und plötzlich sind mir Tränen runtergelaufen. Ich wusste nicht, wieso und warum. Es sind riesige Emotionen gekommen. Und die hat mich einfach herzlich angelacht, hat meine Hand genommen und hat gesagt, hör auf, dir Sorgen zu machen, du bist schon geheilt. Also es berührt mich heute noch. Im Haus in Amerika hatte es ein Klavier. Und da bin ich einfach tagelang einfach hingeguckt und habe angefangen zu spielen. Ich habe wie gefühlt, dass ich plötzlich spiele über meiner Begabung. Ich habe mich begleitet oder hinter mir steht oder wie ein Schatten, der hinter mir ist. Und er hat gesagt, schau dich herum, da. Alles, was du siehst, das ist Gott. Die Welt ist Gott, also die Bäume, die Blumen. Du bist ein Teil von Gott. Weil ich habe ihn gefragt, oder, was ist deine Religion? Und er hat mir gesagt, ich habe keine Religion. Es war wirklich, als wäre ich ein Energiebündel, eine Kugel, die deutlich wie ich war. Ich ohne Polarität, ich nicht als Frau oder Mann oder gut oder schlecht. Aber weshalb sind wir denn hier auf dieser Erde? Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Erfahrungen im Bereich des Körpers, die unsere Seele wachsen lassen.